Der Bau des weltberühmten Schlosses wurde Anfang des 13. Jahrhunderts begonnen. Mit seinen Türmen bietet die Ostseite ein besonders abwechslungsreiches Bild. Am 2. März 1689 wurde auf ein Signal von 3 Kanonenschüssen das Schloss angezündet, die Festungsteile in die Luft gesprengt. Hier sehen Sie den Torturm. Die beiden Rittergestalten neben dem zerstörten Wappenschild nennt man auch die Torriesen. Dichter und Maler vieler Jahrhunderte haben das romantische Heidelberg in seiner südlich heiteren Lage verherrlicht. Der letzte der 3 Paläste hier ist der Friedrichsbau. Schon Kurfürst Johann Wilhelm 1690 bis 1716 wollte anstelle der Ruinen einen Barockpalast erbauen. Der Plan scheiterte an der Haltung der verarmten Bürgerschaft. Wir sehen also, es ist alles schon einmal da gewesen. Damit, meine Damen und Herren, wäre meine Führung beendet. Ich danke Ihnen für Ihre gespannte Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen noch so viel Vergnügen. Nein, danke schön. Warum erzählen Sie uns nicht mehr von dieser alten Schloss? Es ist sehr interessant. Pardon, meine Herren, zu wenig Zeit. Von 10 bis 11 bin ich Teppichklopfer, von 11 bis 12 Kindermädchen und dann muss ich noch ein bisschen studieren. Komm, meine Herren. Komm, Erwin, lass uns wieder gehen. Hier sind zu viele Leute. Ich rühre mich hier nicht vom Fleck, bevor du mir nicht klipp und klar auf meine Frage Antwort gibst. Aber Erwin, ich kann doch erst Ja sagen, wenn dich deine Braut in Amerika freigibt. Wie oft soll ich dir denn noch sagen, dass ich nur dich heiraten will? Susanne wird mich nicht daran hindern. Ach, hoffentlich, Erwin. Moment mal. Wie ist das Sitte in Deutschland, wenn man heiraten will? Spricht man zuerst mit der Braut oder mit den Eltern der Braut? Zuerst spricht man mit den anderen Bräuten, dass man die neue Braut heiraten will. Aha. Komm schnell. Wo willst du denn hin? Zum Postamt. Was gibt's denn, Rosalie? Ein Luftpostbrief aus Heidelberg. Oh, von Erwin, lies vor. Liebe Susanne, leider kann ich zu deiner Cocktailparty am Freitag nicht kommen. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren und muss dich darum bitten, unsere Verlobung aufzulösen. Schreibe dir noch ausführlich. Immer dein Erwin. Um Himmels Willen, Miss Susanne! Okay, Mr. Miller, kommen Sie morgen zu mir raus, nach Chicago in mein Haus. Ja. Jetzt bin ich nur noch für den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sprechen, für sonst niemand mehr. Sie haben recht gehabt, Mr. Edwards. Die neue Maschine arbeitet einwandfrei, hauchdünn, großartig. Und eine enorme Zerreißfestigkeit. Wie viel Prozent Ausschuss? Bis jetzt 0,3. Sie werden am Telefon verlangt, Mr. Edwards. Der Präsident der Vereinigten Staaten. Nein, Ihre Tochter, Mr. Edwards. Hallo, Susanne? Ja, was ist los? Wie? Ja, wenn es sein muss, Vertrauen. Was ist denn passiert? Nicht aufregen, Mr. Edwards. Was? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mich mit euren Dummheiten von der Arbeit abzuhalten? Was gibt's denn? Paps, wie findest du das? Schick mir einfach einen Brief, muss bitten, Verlobung aufzulösen. Komm, unmöglich. Feigling, dieser Schuft, dieser... Wer denn? Was denn? Paps, ich bin ihr Sohn. Na, Kind. Na, komm mal her. Nun setz dich erst mal hin, ja? Also, was ist los? Erwin löst die Verlobung auf, ohne mich zu fragen. Tja, ich verstehe ja, wie schmerzlich das für dich ist. Ihr habt euch damals verlobt, ohne euch richtig zu kennen. Ich habe ja nie so recht daran geglaubt, aber ich habe nichts gesagt, weil Erwin mir gut gefiel. Na, trotzdem. Schließlich ist er ja nicht der Einzige. Das soll er sich bloß nicht einbilden. Darum geht es ja auch gar nicht. Sondern? Um die Cocktailparty am nächsten Freitag. Glaubst du, ich wolle vor all meinen Freundinnen als verlassene Braut dastehen?
Ach, die Cocktailparty. Das ist natürlich ungeheuer wichtig. Also, Papst, du musst sofort etwas unternehmen. Was gibt es denn für einen Grund dann für diesen plötzlichen Entschluss? Das muss ich dir vorlesen. Wo habe ich jetzt das? Caesar! Gib her! Gib! Caesar, nun gibt's ja schon, ja? So. So, jetzt hör mal zu. Ja. Ich muss dir leider mitteilen, dass ich zu deiner Cocktailparty am Freitag nicht kommen kann. Habe mein Herz in Heidelberg verloren. Ja? Heidelberg. Was habt ihr noch immer mit eurem Heidelberg? Ist denn das so was Besonderes? Oh ja, das ist nicht nur eine kleine Stadt an Bergen und Wäldern an einem Fluss. Na nein, da ist noch die alte Ruine und die Universität, wo du studiert hast und was noch? Na eben Heidelberg. Da gibt's auch ganz reizende Mädchen. Wenigstens damals gab es. Sag bloß noch, dass du dort auch dein Herz verloren hast. Es war so. Aber dann rief mich ein Telegramm zurück. Aber ich denke nicht daran, ihm zu telegrafieren. Soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Pfeffer wächst in Heidelberg nicht. Herein! Miss Susanne, die Schneiderin ist da zur Abprobe für das neue Cocktailkleid. Ich brauche kein Cocktailkleid. Soll es verkaufen oder verschenken oder selber tragen. Das schöne Kleid. Wenn sie es anziehen, werden alle Männer verzaubert. Dann würde ich es nicht verschenken. Die Männer sind heute so schwer zu verzaubern. Also gut, ich behalte das Kleid und du bist zu nett und bestellst mir bitte sofort eine Flugkarte. Wohin denn? Nach diesem komischen Heidedienstag. Wohin? Nach Heidelberg? Ach, Rosalie, wir haben doch immer, wenn wir umgezogen sind, so einen alten Rohrplattenkoffer mitgenommen. Ja, ich weiß, der steht oben auf dem Speicher, aber der ist ja so altmodisch. Auf dem Speicher? Gefällt es Ihnen? Das ist süß. Das nehme ich mit nach Heidelberg. Wir ziehen das mal über. Ja. Ach, ich hab dann nur... Ist das das neue Kleid? Hm? Raritäten. Reizendes Mädchen. Heidelberg 1912. Ach, Heidelberg zwischen Bergen und Wäldern an einem Fluss. Wer ist denn dieses Mädchen? Fannel hieß sie. Wie lange ist das schon her? Fast 40 Jahre. Ich sehe mich noch wie heute am Bahnhof ankommen als junger Student. Ganze 20 Jahre war ich. Und schon am ersten Tag lief sie mir über den Weg. Ich war gerade auf Zimmersuche.
Da stand ich nun und weg war sie. Und schuld daran waren nur die schweren Koffer. Und dann hast du das Zimmer bei dem Fotografen gemietet? Richtig. Und siehe da, das liebreizende Fannerl war seine Tochter. Genau wie im Märchenbuch. Falsch. Erst nach Tagen sah ich sie wieder, aber da saß ich im Karzer. Karzer? Was ist das? Eine Art Studentengefängnis. Was? Du hast im Gefängnis gesessen? Ja, aber es war ein Irrtum. Eines Abends. Ich saß in meinem Zimmer und arbeitete. Es war schon spät, im Hause schlief alles. Da wurde es draußen lebendig. Das ist fein, so ein Bündel zu sein. Fall aus! Lasst uns singen, dass es jeder hören kann, dem Kerl zu Schimpf und Schande. Mittel nah, Mittel weit, Kreaturen der Obrigkeit, Kastengeist, Korruption, Steuerzahler, das ist dein Lohn. Herian, Herian, schlag die heilige Hermann dann, lacht sie aus, jagt sie fort, dann ist Ruhe im Ort. Jetzt die Leiter hoch, aber pst, leise. Rücken krumm, Köpfchen dumm, kein Respekt vor dem Bürgertum. Randalieren, schikanieren, alle Leute bis auf Blut sind hier. Das macht Spaß. Hallo!
Justitia vicit. Wie bitte? Haben Sie kein Latinum? Nein. Weil das müssen Sie bis zum zweiten Semester nachholen. Ja, wenn Sie meinen. Also, wie gesagt, die Gerechtigkeit hat Gesicht. All right. Meine Herren. Langen, Burschenschaft Gotia. Angenehm. Ich habe die Ehre im Namen der Gotia, dem Kommilitonen William Edwards, für die zu Unrecht erlittene Karzerhaft Dank und Anerkennung auszusprechen. Der Fuchsmüller II wird sich erlauben, an Ihrer Stelle die Karzerhaft zu übernehmen. Na, herzlichen Dank und viel Vergnügen. Dafür ist gesorgt. Zur Vertiefung in das Studium. Für die leibliche Notdurft und zur Verhinderung einer Hungersnot. Zur Pflege des Geistes. Sagen Sie mal, bleiben Sie länger hier? Nur bis morgen Mittag, oder? Alle Achtung, Herr Müller. Müller 2, bitte. Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt. Aus dem Gedicht an den Mond von Johann Wolfgang von Goethe, 1749 bis 1832. Wenn Sie sich ein wenig hinausbeugen, ja, da können Sie direkt das Schloss sehen. Wo? Da, sehen Sie dort, wo die kleine eiserne Windfahne herausschaut. Ja, Sie müssen sich etwas weiter hinausbeugen. Sehen Sie sie jetzt? Ja. Ja, ja, das ist das Schloss. Ja. Nicht wahr? Eine wunderschöne Aussicht. Wirklich eine wunderbare Aussicht. Da haben Sie recht. Ganz wunderbar. Ja, ja, ja. Das ist eine wunderschöne Aussicht. Entschuldigen Sie. Ja, und wo ist das Bad? Das Bad ist direkt bei der Mittelschule in der Mariengasse. Dienstag, Donnerstag und Samstag für Männer. Die Herren Studenten haben sogar noch Ermäßigung. Mhm. Ja, und elektrisches Licht haben Sie auch nicht? Elektrisch? Aber nein, wir haben sogar Gas. Das hat mein seliger Mann noch anlegen lassen. Oh, da ist auch noch Wäsche. Ja, und ein größeres Zimmer. Noch größer? Ja. Aber das ist doch ein wunderschönes, großes Zimmer. Gott, wir haben ja noch ein kleineres, aber da wohnt jetzt meine Nichte, die Fannerl. Fannerl heißt sie. Kennen Sie sie denn? Nein. Im Sommer brauche ich Ihre Hilfe, wegen der vielen Overhemden, die die Herren Studenten dann waschen lassen. Naja, vielleicht können Sie sich doch noch entschließen. Ich glaube kaum, dass Sie ein schöneres Zimmer finden werden. Fannerl, das ist der Herr Edwards aus Amerika. Er schaut sich gerade das Zimmer an. Ach. Was hast denn? Also, ich nehme das Zimmer. Ja, ja, das freut mich. Ich hoffe, es ist Ihnen recht. Wieso mir? Wenn es Ihnen recht ist? Wann wollen Sie denn einziehen? Sofort. Mehr Gepäck als diese Koffer habe ich nicht. Gut, dann werde ich gleich die Bettwäsche rauslegen. Pfanne hilft dem Herrn beim Auspacken, ja? Jetzt möchten Sie mir am liebsten wieder die Zunge herausstrecken, nicht wahr? Am liebsten schon. Aber Sie tun es nicht. Nur wegen der Tante. Oh, von mir erfährt sie nichts. So. Helfen Sie mir mal. Oh, mal den Koffer auspacken. Ich habe nicht so viel Zeit. Zimmer auf. Du meine Güte, ist das eine Unordnung. Ich habe alles nur so hineingeworfen, weil ich so schnell ausgezogen bin. Warum denn? Sie haben wohl die Miete nicht bezahlt? Wohl doch. Aber der Sommer ist zu kurz. Das verstehe ich nicht. Na, Sie sind doch nur im Sommer in Heidelberg. Darauf wissen Sie keine Antwort? Könnten auch mal gebügelt werden. Was Sie alles für mich tun wollen, Fräulein Fanner? Was Sie sich alles einbilden, Herr. Wie heißen Sie? William. Wie? William. W-I-L-L-I-A. Hm. So heißen Sie vielleicht in Amerika. Bei uns heißen Sie Wilhelm. So. Und jetzt räumen Sie mal die Sachen da in den Schrank. Und ich hole die Wäsche, um das Bett zu beziehen. Fräulein Fanner, Ihre Tante hat recht. Ich glaube, ich habe hier die besten Aussichten. Wenn Sie sich da nur nicht täuschen, Herr Wilhelm. So, da wären wir wieder so weit, Herr von Langen.
50 Stehkragen, 2, 4, 6. Gewaschen, gestärkt, gebügelt, macht 36 Pellis, Herr von Langen. Vielen Dank. Schreiben Sie es bitte zu den Oberhemden. Ich hole sie Ende der Woche ab, ja? Gerne, Herr von Langen. 36. Jawohl. Wann darf ich wieder was abholen lassen? Ich sage noch Bescheid. Wie geht es sonst dann damals? Ach, danke. Man muss zufrieden sein. Die Beine halt, das viele Stehen. Aber das Zimmer haben wir wieder vermietet. Fein. An einen Studenten. Amerikaner. Guten Tag, Herr von Langen. Guten Tag, Frau Merz. Tante Amalie, wo ist denn die Bettwäsche für den Herrn? Die Bettbezüge sind in der Truhe. Das Laken musst du erst noch bügeln, Kind. Gerne, danke. Entschuldigen Sie, Frau Brückner, meine Wäsche kann ich Ihnen doch gleich zum Waschen bringen. Ja, geben Sie nur her. Morgen wird wieder gewaschen, da geht's in einem hin. Na nun, das ist aber eine Überraschung. Guten Tag, Herr Edwards. Haben Sie Ihre stellvertretende Karzerhaft bereits verschmerzt? Das war mir ein Vergnügen. Bravo, als Zünftiger-Sohn der Alma Mater muss man doch mal im Karzer gesessen haben. Ganz meine Meinung. Sie haben uns alle gefallen. Sie sollten unserer Gotia beitreten. Gotia? Was ist denn das für ein Club? Das ist kein Club, das ist eine studentische Verbindung. Gegründet im Jahre 1825. 1825? Da befreiten wir Amerikaner uns wirtschaftlich von Europa. Gefällt Ihnen Europa nicht? Doch, 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 sehr. Und Heidelberg ganz besonders. Das wird Ihnen auch besser gefallen, wenn Sie erst bei uns sind. Darf ich mir erlauben? Spielt wirklich gut, unser Thomas. Ein Fuchs von uns. Will lieber Musiker werden, statt Jura studieren. Was spielt er denn da? Das ist ja hübsch. Keine Ahnung, sicher von ihm. Thomas! Du da klimperst? Ich weiß es nicht, es fiel mir eben ein, aber wenn es euch stört... Nein, nein, wir wollen dich nicht stören. Herr Edwards, darf ich mir erlauben, Ihnen unseren Fuchs Thomas Altendorf vorzustellen? Altendorf? William Edwards, freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Oh ja, gehen Sie her. Altendorf, deine Mensur steigt gleich. Entschuldigung. Reinigungsmensur schlagen. Hoffentlich kneift er nicht wieder. Reinigungsmensur, was ist das? Beim letzten Mal hat er gekniffen. Oh, gekniffen? Wen? Das ist doch ein Fachausdruck bei der Mensur. Ach so, ich verstehe, mit einem Säbel. Mhm. Und dabei ist er beim ersten Gang zurückgezuckt. Großartig. Wieso großartig? Er muss doch stehen bleiben. Nein, das muss er nicht. Er muss ausweichen, wie beim Boxen. Das war eine Finte. Und dann mit dem rechten oder linken Haken rein. Ja, wir reden aber nicht vom Boxen, sondern vom Fechten. Oh, Sport ist Sport. Ich war in Chicago im Boxclub, aber so heiter war es bei uns nie. Pater Lindner, 3. Bei voller Gemäße. Silenzium für den Ausschlag eines Bierskandals. Ergreift die Gläser. Stoßt an. Setzt an. Zieht. Bier, Junge! Was machen die denn da? Das ist eine sogenannte Biermensur. Wer zuerst ausgetrunken hat, hat gewonnen. Das alles, das kann ich auch. Na? Na, Franz?
Wie viel Bierjungen hast du denn heute schon? Heute erst 9. abgefertigt. Ausgesprochen schwaches Semester. Und Müller 2 sitzt schon wieder. Gestatten? Mollenhauer, gut, ja. Edwards, Chicago. Wenn ich mir eine Frage erlauben darf, bleibt bei diesem Betrieb hier eigentlich noch Zeit zum Studieren? Im Sommer geht er duscht vor. Und im Winter wird alles nachgeholt. Um keinen Irrtum aufkommen zu lassen, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wir stolz sind auf die alten Herren der Gotia, die es in ihrem Beruf zu etwas gebracht haben. Jugend schäumt über. Sie sehen aus, als ob Sie was vertragen könnten. Möglich. Dann gestatte ich mir, Ihnen versuchsweise einen Bierjungen anzuhängen. Ja, aber nur, wenn ich mich revanchieren darf. Netter Junge. Ja. Alle Guten zum Burschenkonvent, bitte. Konvent? Entschuldigen Sie uns bitte, Herr Edwards. Ist Ihre Mensur schon zu Ende? Nein, man hat sie abgebrochen. Abgebrochen? Warum denn? Ich habe es wieder nicht geschafft. Thomas Altendorf, dürfen wir dich zum Konvent bitten? Du weißt, Thomas, dass wir dich alle gern haben. Aber auch deine zweite Mensur hat gezeigt, dass du die Anforderungen, die wir an dich stellen müssen, nicht erfüllen kannst. So mussten wir leider zu dem Beschluss kommen, dir nahezulegen, aus unserer Burschenschaft auszuscheiden. Ich bitte dich um eine Erklärung. Und dir soll die Stunden
Und dann trat ich in die Gotia ein, bekam Mütze und Band und war ein richtiger Student. Herr Edwards! Ganz kalt. Oh, Herr Edwards! Was ist denn los? Da wollen Sie denn gar nicht aufstehen. Warum soll ich denn mitten in der Nacht aufstehen? Ist ja gleich 3 Uhr. Morgens. Nachmittags. Wird gestern wieder ein bisschen spät geworden sein. Gestern? Ich möchte wirklich mal wissen, wo die Brauereien immer wieder das viele Bier hernehmen. Ja. Frage ich mich auch immer. Mal muss es doch alle werden. Ja. Ja, 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 ist ja schon gut. Warum bimmelt der denn? Hä? Ach, du liebe Zeit. Das hätte ich ja bald vergessen. Mit Fanal hinten im Fond. Ich? Ja. Oh, Sie werden doch nicht im Ernst glauben, dass ich mich in diese mörderische Dampfmaschine setze. Aber das ist doch ganz ungefährlich, Tante Amalie. Wir setzen uns rein und in 5 Minuten sind wir auf dem Schloss. Was soll ich denn in 5 Minuten auf dem Schloss? Moment noch, wir kommen gleich. Tante Amalie! Ja, ja. Tante Amalie, habt ihr es gesehen? Das Automobil! Es steht direkt vor unserer Tür. Ja, damit machen wir alle drei hier zusammen einen Ausflug. Machen Sie sich schnell fertig. Ist das wahr, Tante Amalie? Ja, aber ohne mich. Ich fahre ja nicht einmal mit der Eisenbahn. Natürlich fährst du mit. Ich zieh mich schnell um. Ja, aber rasch, Fräulein von Herrn. Motor springt an wie Butter. Tag meines Lebens. Ich habe nur einen Wunsch. Ja, Fanal, was wünschen Sie sich denn? Ich möchte so schrecklich gern mal hupen. Ach so, bitte. Schöne Bank ist besetzt. Moment mal. Verzeihung, Herr Kommilitone. Wird es Ihnen was ausmachen, sich an einem anderen Platz mit dem römischen Recht zu beschäftigen? Die Bank hier ist reserviert. Und wie lange?
Die Beendigung meiner Studien ist vorläufig nicht abzusehen. Ich darf wohl annehmen, dass Sie bei Anbruch der Dunkelheit nicht mehr lesen können. Der Anbruch der Dunkelheit pflege ich hier zu memorieren. Für Poesie haben Sie keinen Sinn. Ich bin Jurist. Hier rauf und höre ihm zu. Der Wirt ist ein Onkel. Ich war noch nie hier oben. Nur immer im Schlosscafé. Gefällt es Ihnen hier? Ja, sehr. Im Schlosscafé, da sind immer so viele Menschen. Aber hier kann man viel besser... Ich meine... Was? So miteinander reden, meine ich. Ich freue mich sehr, dass wir hierher gegangen sind. Wirklich, Vanille? Ja. Möchten Sie noch ein Glas? Ich weiß es nicht. Bekommt man denn davon nicht sehr schnell einen Schwitz? Oh, Ivo. Der schmeckt gut, nicht? Halt! Wenn Tante Amalie wüsste, dass wir hier Wein trinken. Dann wird sie bestimmt dann setzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Sie hat sie sehr gern. Wirklich. Sehr gern. Und Sie, Fanny? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es in Amerika aussieht. Sind da wirklich noch richtige Indianer? Na, wo ich wohne, nicht. Aber im Westen gibt's noch viele, auf den Prärien. Auf den Prärien? Ist das da schön? Ja, es ist weit. Haben Sie nicht manchmal Heimweh? Dafür gefällt es mir in Heidelberg viel zu gut. Ich glaube, ich hätte furchtbares Heimweh, wenn ich so weit weg wäre von zu Hause wie in Amerika. Auch wenn ich dabei bin? Wieso? Ich meine, ob Sie dann auch Heimweh hätten. Wie meinen Sie das? Weil ich Sie mitnehmen möchte, wenn ich mit dem Studium fertig bin. Wie? Nach Amerika? Ach, William. Es ist schon fast dunkel. Wir müssen doch nach Haus. Ist es wie im Abend Sonnenschein, solches mein Herz allerliebstes sei. Doch dein erster Gruß war ein Abschiedsgruß, denn dann zogst du in blieb wartend zu Haus. Ich sah die Rose blühen, den Flieder so oft im Neckartal. Doch Jahr um Jahr verging, du kamst nicht wieder. Drum am Automobil geht's doch da hinunter. Ich weiß, da drüben eine wunderschöne Bank. Die ist ja auch besetzt. Und dann, das schickt sich auch nicht jetzt mitten in der Nacht. Wenn man nur immer das tun würde, was sich schickt.
danke dir auch schön. Aber bitte, du hast bei mich doch auch schon mal gesessen. Hier, das Fräulein. Hübsch hier. Ja, es ist sogar die schönste Bank in der ganzen Umgebung. Woher wissen Sie denn das? Weil man sich eine Geschichte von dieser Bank gerade hier an der Schlossmauer erzählt. Was für eine Geschichte denn? Man sagt, wenn zwei, die sich lieben, auf dieser Bank sitzen, dann schlägt eine Nachtigall. Von mir aus müsste sie jetzt schlagen. Ich höre aber nichts. Ich auch nicht. Vielleicht, wenn die zwei, die sich lieben, sich küssen. Glauben Sie? Hörst du die Nachtigallpfanne? Verzeihung, wenn ich mich hier einmische. Es ist keine Nachtigall, sondern eine Singdrossel, lateinisch Turdus musicus genannt. Vielen Dank. Gerade das wollten wir jetzt ganz genau wissen. Bitte sehr. Guten Abend. Guten Abend. Mein Gott, es ist hier schon so spät. Was wird nur Tante Amalie denken? Komm. Schönheit, nicht wahr? Ja. Fanal! Ja? Fanal. Nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Fanal! Ja? Schau. Lieber Herr Edwards, ich musste ganz plötzlich zu meiner Schwester nach Heilbronn. Morgen Mittag bin ich wieder zurück. Fanal soll sich um Sie kümmern. Ihre Tante Amalie. PS, die Oberhemden sind fertig. Sogar an die Oberhemden hat sie gedacht. Ja. Sie schreibt so nett. Du sollst dich um mich kümmern. Wie romantisch, Paps. Und dann? Dann folgten zwei unendlich glückliche Jahre. Aber eines Tages, wir Studenten hatten die Rede des Rektors zur Eröffnung des Sommersemesters gehört. Des Sommersemesters 1914. Wir wussten nicht, was uns bevorstand und fuhren hinaus auf ein Bierdorf. Thank you.
glaube, es ist aus Amerika. Komm, Miriam, komm, wir müssen fahren. Na, fahr schon zu, ich komme gleich nach. Ich muss sofort nach Hause. Mein Vater ist schwer krank. Alles Gute, William. Nicht wegen Hannel, sondern wegen dir und Erwin. Das ist wirklich rührend von dir, Paps. Aber mit Erwin werde ich auch alleine fertig. Weißt du, zu einem zweiten Hannel habe ich gar kein Talent. Erwin lernte ich bei einem Baseballspiel Baltimore, Chicago kennen. Er verliebte sich sofort in mich. Ich fand ihn auch ganz nett. Ganz nett. Das langt eigentlich nicht für eine Verlobung. Ja, aber wir hatten doch gewettet, wenn Baltimore gewinnt, dann verloge ich mich mit Erwin. Ich tippte nämlich felsenfest auf Chicago. Und Baltimore gewann. Leider. Aber trotzdem kann er doch mit mir nicht machen, was er will. Bitte anschnallen, wir landen in 10 Minuten in Frankfurt. Ist Mr. Susanne Edwards aus Chicago schon angekommen? Oui, Monsieur. Service, Monsieur. Mr. Edwards und seine Tochter wohnen Zimmer 204 und 206. Was, der Alte ist auch da? Mhm. Ich meine, der alte Herr ist auch mitgekommen. Ja. Aha. Wen darf ich melden? Wieso? Hat sie nach mir gefragt? Herzlich, wen darf ich melden? Turner, Erwin Turner. Ich bin der Bräutigam von Miss Edwards. Oh, mein Glückwunsch. Ja, danke, Blumen habe ich auch keine. Blumen, bitte dort drüben am Stand, Mr. Turner. Oh ja. Danke. Guten Tag, Herr Turner. Guten Tag. Ich hätte gern... Woher kennen Sie mich? Ich habe mit Ihnen zusammen die Kohlenhydrate gearbeitet, bei Professor Wirth. Ja, natürlich. Ich erinnere mich im Seminar. Sie sind im zweiten Semester. Ja, verstehen Sie denn auch was von Blumen? Zu welchem Zweck sind Sie denn gedacht? Oh. Zur Auflösung einer Verlobung. Ganz reizend. Bezaubernd. Mein Kompliment, Mr. Edwards. Süß. Da lohnt es sich schon, dass Sie das erste Institut am Platze damit beauftragt haben, diese bezaubernde Dame zu suchen. Aber ich möchte noch mal erklären, dass gerade die Detektei Argus solche delikaten Fälle sehr schnell, sehr sicher und sehr diskret erledigt. Darum habe ich auch als Chef der Firma die Sache persönlich übernommen, um ganz sicher zu sein, dass die Sache unter uns bleibt. Ich meine, unter uns Männern, nicht wahr? Ich glaube, Sie missverstehen. Oh, bitte, Sie brauchen mir überhaupt nichts mehr zu erklären. Ich bin völlig im Bilde. Die Dame heißt Funnel und ich schätze sie im Alter so zwischen 17 und 20, stimmt's? Ja, damals. Sie war damals. Heute ist sie 40 Jahre älter. Wieso ist sie 40? Die Aufnahme ist von 1912. Na und? Natürlich. Ach so, ja, richtig, die ist von 1912. Mhm. Dann handelt es sich natürlich um eine reifere Dame. Sieht natürlich ganz anders aus.
Aber Gott, das erschwert ein bisschen die Nachforschung, aber wir haben schon schwierigere Fälle gelöst, nicht wahr? So. Verzeihen Sie. Edward. Mr. Turner, ich lasse bitten. Er ist schon auf dem Weg zu mir. Dankeschön. Und wann darf ich mit dieser Dame zu Ihnen kommen, Mr. Edwards? Ja, so schnell als möglich. Aber vielleicht rufen Sie mich vorher an. Ah, selbstverständlich. Ich verstehe. Die innere Vorbereitung, nicht? Herein. Vielen Dank. Oh, bitte. Hallo, Erwin, wie geht's? Ist sie da? Im Augenblick ist sie noch im Bad. Na, Gott sei Dank. Hallo. Hallo, Argus. Sie wollten gehen? Ich wollte gehen. Hallo. Ich rufe an, Mr. Edwards, nicht? Na, kommen Sie, Erwin. Setzen Sie erst mal hin, ja? Nur erzählen Sie mir mal. Was machen Sie denn für Geschichten? Ja. Was ist der 12., da war sie 18, also 58. Ist sie grauhaarig, hat sie bestimmt färben lassen. Ist sie blond. Hallo. Ja, sind die Flugkarten für Generalintendant Striesler da? Ja, Herr Generalintendant, Sie fliegen, ja. Wenn einer Sie versteht, dann bin ich es. Mir ist es einmal genauso gegangen. Bloß hatte ich damals keine Braut in Amerika. Und ob Susanne sie so einfach freigibt, das bezweifle ich sehr. Glauben Sie wirklich, Mr. Edward? Hm. Sie kennen sie doch. Was die sich in den Kopf setzt, das führt sie durch. Offen gestanden, ich sehe sehr schwarz für Sie, Erwin. Aber mein Gott, ich kann sie doch nicht beide heiraten. Das wäre Bigamie und ist strafbar. Aber womöglich geht es Susanne so wie uns beiden. Ja, vielleicht verliebt sie sich auch in Heidelberg. In diesen paar Tagen? Unmöglich. Sagen Sie das nicht. Bei mir hat es nicht einmal so lange gedauert. Ich war in Heidelberg angekommen. Hm? Und wollte in der Stadt eine Aufnahme machen. Ah, eine Leica. Ja, eine Leica. Na und? Ich stellte meinen Apparat ein und suchte ein Motiv am Kornmarkt. Es ist ein zauberhafter alter Platz hier mit einer wunderschönen Mariensäule. Ich freute mich auf die Aufnahme. Ich schaute durch den Sucher und plötzlich sah ich sie. Hallo, Baby! Zum Glück hatte ich ihr Bild, das heißt zum Unglück. Wenn ich das Bild nur sah, wurde ich schon ganz krank. Überall suchte ich sie. Vergebens. Und da schenkte mir der Himmel eine handfeste Blinddarmentzündung und ich musste mich glücklicherweise operieren lassen. Die Narkose. Oh, hallo. Schade, jetzt sehe ich Sie nicht mehr. Bitte nicht sprechen. Zählen Sie langsam. 21, 22... 23. 22. 23. Und schon war ich weg. Und als ich aufwachte, war sie weg. Nun wusste ich wenigstens, wo ich sie finden konnte. Aber alle Annäherungsversuche waren vergeblich. Und was das Allerschlimmste war, ich wurde zu schnell wieder gesund. Tja, alles wieder in Ordnung. Der Pult ist noch ein bisschen lebhaft. Ich glaube, wir können Sie wieder nach Hause schicken. Nein, unmöglich. Ich fühle mich noch hundeelend. Mir muss noch irgendetwas fehlen. Herz. Mein Herz. Ich muss noch hierbleiben. So, Ihr Herz. Sie meinen also Ihr Herz? Dann müssen wir Sie noch ein paar Tage hier behalten. Zur Beobachtung. Ich schaue nachher noch mal rein. Ich habe den Eindruck, verehrte Kollegin, es handelt sich hier nicht um einen klinischen Fall. Und dann habe ich sie endlich gesprochen. Dass du mit deiner lieben Gabriele einig geworden bist, das hast du mir bereits mitgeteilt, nicht? Hallo, Baby. Ich will es dir erklären. Wieso? Ich habe alles mit angehört. Ich bin durchaus im Bild. Oh, komm, 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 sei doch vernünftig. Ja, glaubst du wirklich, dass ich deine Eskapaden ernst nehme? Das ist ja lächerlich. Paps, wir fliegen morgen zurück, ja? Du kommst mit. Morgen schon? Ja, natürlich. Freitag müssen wir doch alle zu Hause sein, zu meiner Cocktailparty. Wiedersehen.
Aber darf ich dir nicht wenigstens vorher mal Heidelberg zeigen? Nein, danke schön, du bist mir zu romantisch. Ich habe mir einen Fremdenführer bestellt. Aber vielleicht gefällt es dir hier. Ich komme vom Studentendienst, ich bin der Fremdenführer. Ja, warten Sie einen Augenblick. Ich will Mist etwas gleich verständigen. Hallo? Mr. Edwards, der Fremdenführer ist gerade gekommen. So, Ihr Fräulein Tochter kommt schon herunter. Ja, da, ja, sie ist schon da. Danke vielmals, Miss Edwards. Miss Edwards, der Fremdenführer ist da. Der Student in der Lederjacke. Da, am Blumenstand. Soll ich ihn herholen? Nein, danke schön. Dass du noch Zeit zum Bärenführer hast, wo du so kurz vor dem Examen stehst, das verstehe ich nicht. Was soll ich machen? Schließlich muss ich ja leben. Hast du heute eine große Reisegesellschaft? Einzelne Dame, Amerikanerin. Na, wenn sie hübsch und jung ist. Dann braucht sie keinen Fremdenführer. Gewöhnlich sind sie alt, mies und hager, wollen das Unmöglichste wissen und dann ist in Amerika alles much better and so much nicer. Viel besser und schöner, ist es? Vielleicht kommt mal eine Ausnahme. Eine richtige Dollarprinzessin. Hoffentlich, die würde ich sofort vom Fleck weg heiraten, damit ich endlich von meinem chronischen Dallas loskomme. Ach ja. Entschuldigung. Bitte zahlen Sie diesen Fremdenführer da aus, ja? Ich verzichte. Ich wollte nur auf meine Uhr sehen. Ganz. Jetzt hat sie mir die Uhr geklaut. Dieses Biest. Hallo! 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 Halt den Dieb! 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 Keine Ahnung, was ist los? Haben Sie endlich. Was Sie an? Was wollen Sie von mir? Tun Sie nicht so, Sie wissen ganz genau, was ich von Ihnen will. So Unverschämtheit. Ich rufe die Polizei. Was ist hier los? Verhaften Sie mal diesen Herrn, der belästigt mich andauernd. Unglaublich, verhaften Sie diese Person, Sie haben meine Uhr gestohlen. Gipfel der Frechheit. Machen Sie mal Ihre Handtasche auf. Also. Wie kommt denn die da rein? Kommen Sie beide mal mit zur Wache. Was ist denn aus Not getan? Also jetzt heulen Sie nicht. Ich kann ja verstehen, wenn man kein Geld hat, aber ausgerechnet meine Uhr, die ich so notwendig brauche, jetzt gerade vor dem Examen. Außerdem ist ein altes Familienstück, mein Urgroßvater hat die schon. Bitte, kommen Sie rein. Wie heißen Sie? Hans-Joachim Reiningen. Keine Karte. Hans-Joachim, Prinz von Reinigen. Hm. Und was haben Sie für einen Beruf? Student der Medizin. Ist das Ihre Uhr? Ja, selbstverständlich. Im Deckel steht der Name meines Urgroßvaters. Ja, stimmt. Und wie heißen Sie? Ich? Ich... Also antworten Sie doch. Ich heiße Fanal. Fanal Brückner. Kein Karte? Meine Tante hat eine kleine Wäscherei. Das gehört nicht hierher. Geben Sie zu, die Uhr gestohlen zu haben oder nicht? Wieso gestohlen? Das ist doch immerhin ein Diebstahl. Ja, ein Diebstahl ist ein bisschen hart ausgedrückt. Ich wollte meine Uhr wieder und habe sie schließlich. Da ist sie. Ja, wollen Sie nun eine Anzeige erstatten oder nicht? Nein, ich kann mich auch geirrt haben. Bestimmt. Irren ist doch menschlich. Ja, was wollen Sie denn eigentlich hier? Wenn Sie nicht die Uhr gestohlen haben, brauchen Sie mir doch nicht die Zeit zu stehlen. Selbstverständlich. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Guten Tag. Guten Tag. Einfach lächerlich.
Also, ich danke Ihnen auch vielmals. Ja. Lassen Sie sich das eine Lehre sein, Frau Brückner, und bessern Sie sich, ja? Wiedersehen. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Gleich zwei. Und mein Kollege habe ich jetzt auch versäumt. Also. Was warten Sie denn noch? Ich weiß auch nicht. Wo wollen Sie denn hin? Spazieren gehen. Aha. Haben Sie überhaupt schon gegessen? Nein, nur eine halbe Grapefruit. Grapefruit ist kein Essen. Gefrühstückt haben Sie auch noch nicht? Nein, ich habe noch nichts gegessen. Na, kommen Sie. Kommen Sie schon. Ich habe mir alle Mühe gegeben, Sie zufriedenzustellen, Mr. Edwards. Und ich kann Ihnen nur das eine sagen. Sie werden überrascht sein. Hat sie sich denn noch an mich erinnert? Oh ja. Sämtliche Namen haben Sie noch in allerbester Erinnerung. Wieso sämtliche? Was soll das? Alle diese Damen heißen Funnel. Und jeder hat mir versichert, dass ihr damals ein Student versprochen hat, zurückzukommen. Verzeihung, Mr. Edwards. Darf ich mir in aller Bescheidenheit die Anmerkung gestatten? In 40 Jahren verändert sich der Mensch. Besonders die Damen. Sie verstehen? Der Zahn der Zeit. Die Studenten setzten damals ihren Ehrgeiz da rein, die originellsten Schilder der Stadt nächtens abzumontieren, um sie in ihren Kneipplokalen aufzuhängen. An den Wänden sehen sie, nach Semestern und Kooperationen geordnet, ganze Generationen von Studenten verewigt. Zur Folterkammer. Was ist das? Wer die Kuhglocke läuft, muss eine Mark in die Museumskasse zahlen. Ja, die Tradition. Schmeckt? Was ist denn das? Königsbergerklops. Schmeckt aber gut, das habe ich noch nie gegessen. Können überhaupt von Glück reden, dass Sie an mich geraten sind. Normalerweise sitzen Sie jetzt bei Wasser und Brot, das wissen Sie doch. Warum haben Sie mir eigentlich geholfen? Weil ich sofort wusste, dass Sie es aus Not getan haben. Sie haben aber wirklich eine sehr gute Menschenkenntnis. Schauen Sie, erstens bin ich nicht mehr 20 Jahre alt, ich habe auch schon einiges erlebt. Und dann, wenn man von morgens bis spät in die Nacht hinein für Staatsexamen Psychologie büffelt. Außerdem interessiert mich Ihr Fall rein wissenschaftlich. Ich will nämlich Psychiater werden. Nur wissenschaftlich. Ist auf der Polizei plötzlich so rührend bescheiden dastanden, hilflos. Musste ich Ihnen helfen? Ist doch natürlich. Ja. Und dann sieht man als geschulter Psychologe wirklich ein bisschen tiefer. Eben. Ich bin zum Beispiel überzeugt, dass Ihr seelischer Kern noch nicht verbogen ist. Ihre sittlichen Anlagen scheinen mehr durch gewisse ungünstige äußere Umstände verschüttet zu sein. Ja, das ist wahr. Sie stammen doch aus ärmeren Verhältnissen. Es geht. Ja. Ihre Mutter ist Waschfrau. Nein, nein, meine Tante. Spezialität Oberhemden. Nicht so wichtig, Oberhemden oder... Was ist Ihr Vater? Der ist den ganzen Tag in der Fabrik. Trinkt? Enorm. Labiler Charakter. Also ist nie Geld im Haus, es fehlt am nötigsten. Nichts kann ich mehr leisten. Eines Tages vergreift man sich am fremden Eigentum. Haben Sie schon öfter getan? Was? Das. Ah, nur ab und zu. Passen Sie auf, Frau Brückner. Es muss mit Ihnen etwas geschehen. Oh ja.
wenn Sie mir versprechen, dass Sie es nicht mehr tun, also dass Sie nicht mehr stehlen und wirklich folgsam meine Anordnungen einhalten, wenn ich schon das Risiko einer Behandlung übernehme. Ich muss Ihnen sagen, es wird mir gar nicht leicht. Ich bin nämlich selber seit 45 ein armer Teufel. Aber gerade deshalb will ich Ihnen zeigen, dass man sich auch so ganz gut durchschlagen kann. Manchmal sogar glücklich ist. Manchmal. Man müsste Sie mal aus Ihrem grauen Alltag herausreißen und Ihnen auch mal die schönen Seiten des Lebens zeigen. Oh, das wäre schön. Ja, ja, das ist das Zimmer. Ach, da hing früher ein ovaler Spiegel. Es ist alles moderner, elektrisch Licht. Trotzdem würde ich mich gar nicht wundern, wenn jetzt Tante Amalia hereinkommen würde mit den frisch gebügelten Oberhemden. Das Zimmer ist sehr beliebt wegen der schönen Aussicht. Ja, ich weiß. Um das Schloss zu sehen, muss man sich wohl immer noch den Hals verrenken. Ach, verzeihung. Oh, entschuldigen Sie, aber der Herr, der wollte nur das Zimmer mal ansehen. Oh, Frau Hempel, Sie bekommen die Miete doch morgen bestimmt. Verzeihung. Edwards. Waldmann. Ich war Ihr Vorgänger hier. Das heißt, vor 40 Jahren. Ach so, ja. Oh, bitte lassen Sie mich stören. Sind Sie auch aktiv? Aktiv? Oh, wissen Sie, ich habe wirklich andere Probleme. Ich habe sehr viel Zeit verloren und muss nun sehen, dass ich möglichst bald in meinen Beruf komme. Aus diesen Gründen konnte ich mich mit der Frage des Aktivwerdens noch nicht richtig beschäftigen. Ich glaube, das geht den meisten von uns so. Ja, außerdem könnte man über das Aktivwerden oder nicht heute stundenlang reden, ohne zu einem Resultat zu kommen. Ja. Ja, ich muss nun leider gehen. Ins Kolleg? Ja, ja, eigentlich müsste ich ins Kolleg, aber heute ist Sommerfest, oben auf dem Schloss. Wissen Sie, und da habe ich einen ganz besonderen Job bekommen. Wiedersehen. Wissen Sie? Ich freue mich, dass es dir so gut schmeckt. Ich habe keinen Appetit. Aber Gabriele, so glaube ich mir doch endlich, habe ich keine Ahnung gehabt, dass Susanne hier postwendend angeflogen kommt. Um morgen mit dir zurückzufliegen. Und ich fliege nicht. Ich kann das Fliegen gar nicht vertragen. Und außerdem liebe ich ja nur dich. Hast du es ihr denn gesagt? Ich habe ihr klipp und klar erklärt, dass zwischen uns alles aus ist. Zwischen uns? Ja, nein, zwischen Susanne und mir ist alles aus. Und was hat sie darauf gesagt? Dass ich mit ihr morgen zurückfliegen soll. Bitte dann fliege. Aber Gabriele, sei doch vernünftig. Ich muss ja noch bezahlen. Herr Oberzahl! Ich habe nur einiges zu besorgen. Aber es bleibt doch dabei, heute Nachmittag im Schlosscafé. Vielleicht. Gabriele! Herr Oberzahl! Jetzt habe ich 16 Kleider mitgenommen und keins kann ich gebrauchen. Ja, Miss Edwards, das ist ja eines schöner und eleganter als das andere. Ja, eben! Ich brauche ein ganz einfaches Sommerkleidchen. Sagen Sie, haben Sie keines? Sie haben doch genau die gleiche Figur. Ja, das vom letzten Jahr, aber das ist aus dem Ausverkauf. Ja, das ist ja wunderbar. Genau das brauche ich. Können Sie mir das nicht leihen? Ja, natürlich. Also laufen Sie, holen Sie es. Suchen Sie sich dafür eins von meinen Kleidern aus, was Sie wollen. Ja, danke schön. Bis 1924 kann ich Ihre Adresse genau verfolgen. Dann ist sie plötzlich verschwunden. So frage ich Sie, wo ist die eigentlich hin? Wer denn? Tante Amalia. Du bist schon beim Packen. Schau, wie gefalle ich dir. Das Kleid nicht reizend. Entzückend. Ist das auch aus Paris? Ah, nein, das Stubenmädchen hat es mir geliehen. Ich muss nämlich heute zum Sommerfest der Studentenschaft. Mit Erwin? Ach, lass mich doch mit Erwin in Frieden. Papst, Heidelberg ist wundervoll. So, so. Auf einmal ist Heidelberg wundervoll. Papst, Oh, ich bin ja so schrecklich verliebt. Verliebt? Um Himmels Willen, wie ist denn das passiert? Keine 5 Minuten hat es gedauert. Dann war es geschehen. Es ist herrlich, Paps. Ist nämlich ein Student, der sein Studium mit Fremdenführung verdient, obwohl er ein Prinz ist. Hat mich sofort zu Königsberger Klops angeladen, weil er doch glaubt, ich habe seine Uhr gestohlen. Ja, ja, und weil meine sittlichen Anlagen verschüttet sind. Was dann? Ja, ja, sie tiefer, weil der Psychologe werden will. Ach, er ist wunderbar. Und wann kann man diesen Übermenschen kennenlernen? Also, das ist unmöglich, Paps. Außerdem hält er dich für einen labilen Charakter. Und wenn er dich sieht, ist alles aus. Erlauben. Aber ich muss doch endlich wissen, ob er auch mich liebt und nicht mein Geld. Mein Geld. Bis jetzt hätte er mich nämlich für Vanderlbrück. Natürlich glaubt er, ich komme zum Studentenfest hinauf. Aber wenn er morgen doch wegfliegt, will ich ihn lieber gar nicht wiedersehen. Ja, wenn er einmal fort ist, kommt er auch nicht wieder, mein Kind. Ich kenne das. Liebst du ihn denn so sehr? Natürlich. Aber ich laufe ihm nicht nach. Nein, nein.
Lauf ihm nicht nach. Du wirst schon damit fertig werden. Einmal kommt dann doch der Richtige, zu dem man gehört. Alles andere ist dann nur noch eine nette Erinnerung. Mehr nicht. An sich sind wir heute Nachmittag verabredet. Hallo. Susanne. Ah, Erwin. Das ist ja wunderbar, dass ich treffe. Ich muss dich unbedingt sprechen. Na, muss das jetzt sein? Ich habe keine Zeit. Na, umso besser. Setz dich bitte einen Augenblick her. Ich wollte dir nur sagen, dass ich unter keinen Umständen mitfliege. Ja, wohin denn, um Himmels Willen? Ja, zu dieser verdammten Cocktailparty. Natürlich, die müssen wir absagen. Ja, auch dann nicht. Und niemand wird mich daran hindern, Gabriele zu heiraten. Ja, aber Erwin, wer hindert dich denn daran? Wer? Und das ist eine naive Frage. Na, du! Also ich? Ich denke ja nicht daran. Moment mal. Heißt das, dass du mich freigibst? Natürlich. Das heißt unter einer Bedingung, dass du mich hier nicht kennst. Einverstanden, Susanne, du bist ja bezaubert. Gabriele! Da sind Sie von Anfang an. 13 schauen Sie aus, die wirklich hübschen Kalt. Wollen Sie mich gern gehen? Grüß Gott. Ah. Du kannst mir doch nicht weismachen, dass es dieses Mädchen, deine Braut aus Amerika ist. Du hast sie mir ganz anders geschildert. Wenn du mir nicht glaubst, dann frage sie doch selbst. Bitte, ich kann dich sofort vorstellen. Ach nein, das geht ja nicht. Ich darf es ja nicht kennen. Ach. Aber ich kann dir ein Foto zeigen. Und willst du, wo habe ich denn meine Leica? Moment mal, ich komme gleich wieder. Brav gewesen seit heute Mittag. Ich habe es Ihnen doch versprochen. Entschuldigen Sie bitte. Ich vermisse meine Leica. Da. Passen Sie das nächste Mal besser auf, ja? Danke. Entschuldigen Sie. So halten Sie also Ihr Versprechen nicht mehr zu stehen. Ich habe nicht gestohlen. Er hat sie vergessen. Wie kommt es denn dann in die Handtasche? Ich wollte sie morgen wiedergeben. Wem? Kennen Sie denn den überhaupt? Nein. Kind, Kind. Lügen tue ich nämlich auch. Was soll ich denn mit Ihnen anfangen? Heute Mittag sagten Sie doch, wir wollten den grauen Alltag vergessen. Sagte ich das? Fanal! Ja, ein Augenblick, Herr Schulze. Wohlbekommst, Herr Schulze. Danke. Schmeckt's? Ja. Scheiße, ich esse mehr aus Verzweiflung. Kann Sie, Fanal. Haben Sie sich die Sache überlegt? Mr. Edwards muss doch bald kommen. Ich weiß nicht. Warum? Ich werde immer gleich rot, wenn ich schwindel. Und wenn er es dann merkt? Das kann er doch nicht merken. Das ist schon 40 Jahre vorüber. Und Sie heißen doch Fanner. Ja. Irgendeinen Studenten werden Sie damals doch gekannt haben, oder? Meine Frau wie Sie, was? Ja. Doch gelacht ist. Ja. Und die 100 Mark von mir, die sind auch nicht zu verachten. Na, also schön. Nehme ich eben also auch noch einen Amerikaner auf mich. Natürlich. Nimm. Diese Dame? Aus dem europäischen Hof. Hallo? Kommen denn Sie in diesen piekfeinen Laden? Ich wollte dort mal Stubenmädchen werden. Aber? Sie wissen ja. Ich weiß. Hallo!
was ist? Ah, Mr. Argus. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Ich habe sie. So? Sie ist da. Ja, sie ist da. Wie sieht sie denn aus? Oh, danke. Ich meine, gesund. Rüstig. Rüstig. Hat sie sich denn sehr verändert? Und nach meinem Geschmack zu ihrem Vorteil. Da drüben sitzt sie bei den Würstchen, sehen Sie? Hallo, Fannerl. Da bin ich, Mister. Erkennen Sie mich wieder? Im Augenblick, entschuldigen Sie. Ja, ich verbreche mir nämlich auch schon die ganze Zeit den Kopf, wo wir uns kennengelernt haben sollen. Haben Sie das vergessen, vor dem Haus des Fotografen? Sie sind aber noch genauso schlimm wie früher. Nein, also mit solchen Herren bin ich aber früher nicht verkehrt. Der kann sich ja nicht einmal benehmen. Ein dummes Ding, ne? Zwei. Kennst du mich, ne? Mensch, William, ja. Altes Haus, du hier in Heidelberg, das ist eine Überraschung. Du bist der erste Gute, den ich treffe. Wie geht's dir denn? Schlecht. Da hat sie mir verboten zu trinken. Und nun trinkst du Orangensaft? Leider. Gehört mit zur Kur. Seit wann machst du sie denn schon? Fang eben damit an. Dann kannst du denn nicht bis morgen warten, hm? Ja, wenn du meinst. Jakob, zwei Helle. Gib mal her. Roset. Hier, Hekt. Ergreift die Gläser. Stoßt an. Selbst an. Zieht. Ja, sehr gut. Ja, Kinder, nur wird es langsam Zeit, ich muss gehen. Ja, schon, okay. Du hast Susanne zu ihr gesagt und der junge Mann, der mit ihr getanzt hat, hat sie Fannerl genannt. Das habe ich doch mit eigenen Ohren gehört. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Fannerl und Susanne ist ein und dasselbe Mädchen. Warum stellst du mich ihr denn nicht vor? Gut, du sollst sie kennenlernen. Komm. Wissen Sie, wenn ich so die halben Nächte über meinen Wälzern hocke und über Psychologie arbeite, dann denke ich immer, das muss doch schön sein, wenn man sein Wissen auch mal praktisch verwerten kann. Zum Beispiel einem Menschen wie Ihnen zu helfen. Sie sind jung, hübsch, sehr hübsch. Sie haben so viel natürliche Anmut. Sie sind viel reicher, als Sie es wissen. Beneidenswert eigentlich. Vielleicht hilft Ihnen ein Beispiel. Sehen Sie, ich habe auch nicht mehr als meinen Kopf. Ich habe vor ein paar Jahren gedacht, das geht überhaupt nicht weiter. Es ist alles zu Ende. Und gerade jetzt weiß ich, dass es nicht so ist. Lüg nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Du wirst mir ja doch nicht glauben, wenn ich es verspreche. So. Mein Geld, mein Leben, sogar meine Uhr. Ja. Zum Zeichen meines Vertrauens schicke ich dich mit meinem ganzen Besitz hinauf ins Schloss. Was soll ich denn da? Flasche Wein. Au! Ja, und die Uhr? Gebe ich dir mit, dass du in 5 Minuten wieder da bist. In 3 Minuten. Flasche Wein, ja, aber schnell.
Bier, Junge! Popo Kate Pedel. Na schön. Da probieren wir es eben nochmal. Zwei Bier. Paps, was machst du denn da? Ich habe fast keine Zeit. Du, er liebt mich. Ich weiß es jetzt ganz bestimmt. Ich muss sofort wieder zurück. Wo ist er denn? Schließlich interessiert mich das ja auch. Um Himmels Willen. Weißt du nicht, was wir abgemacht haben? Du darfst mich unter keinen Umständen kennen. Auf keinen Fall. Ist gut. So, eine Flasche was Wein. Was macht das? Lass mal, das übernehme ich. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Endlich habe ich dich gefunden. Das sag ich, du musst mir helfen. Nur einen Augenblick. Ausgeschlossen. Ich habe nur noch 30 Sekunden. Mehr Zeit haben wir auch nicht. Wir wollen ins Konzert. Darf ich bekannt machen? Das wollte ich Ihnen vorhin schon sagen. Ihr Lippenstift ist ein bisschen verrutscht. Dankeschön. Wem gehört die Dose? Mir. Ihnen. Was bedeuten die Buchstaben S.E.? Mein Name, Susanne Edwards. Ihr Name? Miss Susanne Edwards. Direkt aus Hollywood. Nein, aus Chicago. Chicago? Na ja, bitte, da drüben steht mein Vater. Sie können ihn fragen. Komm, Heinrich. Aber ich muss noch meinen Orangensaft trinken. Sie lügen und stehlen also nicht nur. Sie sind auch eine Hochstaplerin. Für mich überhaupt nicht mehr. Sie sind für mich ein pathologischer Fall, über den ich vielleicht meine Doktorarbeit machen werde, verstehen Sie? Mit der Sie bestimmt durchfallen werden, Sie... Ja. Sie... Sie Seelenforscher! Sag mal, wo bleibt denn deine Mutter? Wahrscheinlich kann sich Vati wieder nicht allein die Fragschleife binden. Das ist meine Tochter. Psychologie verstehen Sie einen Dreck! Und von Frauen noch viel weniger! Und das war meine Tochter. ...20 Jahre habe ich auf dich gewartet, William. Und dann habe ich den Mann geheiratet, der mir in der langen Zeit der einzige Freund war. Und den ich lieben und verehren lernte. Thomas.
deinen Fremdenführer ins Hotel dein gekommen. Fremdenführer. Und hast du vielleicht nicht behauptet, du wolltest eine dolle Prinzessin heiraten, nur um deinen chronischen Dalles loszuwerden? Was war was? Das hab ich gehört, ich war ja daneben. Ich wohne in dem Hotel. Du? Ich bin nur ein reiches Mädchen, ich kann doch nichts dafür. Ich kann nichts dafür, dass mein Vater so viel Geld hat. Moment, also deshalb das arme Fanner? Ja. Was soll ich denn machen? Ich wollte doch nur wissen, ob du mich liebst. Das ist eine Gemein. Du Mistbesen. Das ist eine Gemein. Egal, ist der Student treu Gott walten und bekommt eine D-Mark 50 die Stunde. Die